Mit einem beherzten Sprung erobert Tigerin Maruschka zum ersten Mal nach Monaten das große Außengehege. Ihr Nachwuchs reagiert dagegen zögerlich. Doch auf Mamas Kommando wagen sich alle vier Jungtiere in das neue Abenteuer. Vorsichtig setzen die vier Monate alten Welpen eine Pranke vor die andere. Hinter jedem Grashalm könnte sich eine Gefahr verbergen. Die vier kleinen Tiger haben sich super entwickelt, sind heute das erste Mal im Außengehege, weil sie so langsam alles durchgespielt haben, was es im kleinen Gehege zu tun gibt. Jetzt können sie sich hier draußen weiterentwickeln mit größeren Strecken, die sie laufen können, größeren Pflanzen, höheren Hügeln und interessanterem, tieferem Wasser. Das ist der nächste Schritt. Insgesamt geht es denen allen sehr gut. Es sind ja zwei Mädchen und zwei Jungs. Das eine Tier ist ein bisschen größer als die anderen, aber im Großen und Ganzen ist die Entwicklung gleichmäßig, wenn man das Verhalten und so anguckt. Das heißt, wir sind fröhlich mit denen, dass wir endlich nach 15 Jahren wieder Tiger bei uns im Tierpark haben. Doch bei so viel Aufregung und Wachsamkeit verbrauchen sie ordentlich Energie. Sowohl Mutter Maruschka als auch ihre Kinder. Ich habe die Futterration jetzt vor ein paar Wochen schon geändert. Wir waren bei 9 Kilo gewesen für Mutti und die Kleinen. Wir sind jetzt bei 12 Kilo angekommen. Das wird jetzt auch noch deutlich mehr. Sobald ich dann halt sehe, dass sie dann halt doch noch Puls und Hunger bekommen, dann werde ich nach und nach dann halt die Menge erhöhen. Aufmerksam erkunden die Welpen jeden Winkel ihres neuen Abenteuerspielplatzes. Gerüche und Geräusche sind neu für die kleinen Tiger und führen schon mal zu Irritationen. Doch nach einer Weile fällt die Scheu von den Tigern ab und sie scheinen ihren Star-Auftritt sogar zu genießen. Allen voran Mutter Maruschka, die bei den liebevollen Rangelei auch gern mitmischt. Jetzt lernen sie das Gehege kennen und der nächste Schritt ist dann, dass der Vater dazukommt. In der Natur sind die Einzelgänger und da ist es eben auch so, dass der Vater nur hin und wieder mal vorbeiguckt. Und bleiben tun die ungefähr 2 Jahre hier, dann werden sie über das EEP, also das Europäische Erhaltungszuchtprogramm, weitervermittelt an andere Zoos. Das entspricht auch dem, was in der Natur ungefähr passiert, dass die jungen Tiger etwa zwischen 2 Jahre, 2,5 Jahre mit der Mutter unterwegs sind und dann aus deren Revier vertrieben werden, weil das Revier eben nicht Platz hat für so viele Tiger. Langsam und lautstark kehrt der Mut zurück. Mutter Maruschka nimmt es gelassen. Entspannt thront sie am oberen Ende ihres Geheges und lässt ihre ausgelassene Kinderschar nicht aus den Augen. Vater Jascha ist für die nächsten Tage in das kleinere Gehege umgezogen und bekommt genau mit, was seine Kinder nebenan so treiben. Ja, also das, wenn der Papa kommt, das ist halt natürlich nochmal ein ganz, ganz großer Tag. Also das ist halt natürlich, wird das ganz doll spannend. Kennen tut er sie ja schon. Die Kleinen kennen ihn natürlich auch durchs Gitter durch. Jascha ist allerdings vom Charakter her wirklich ein ganz toller und lieber Kater. Und der ja auch zu Maruschka ja wirklich total klasse ist. Und ich glaube nicht, dass da irgendwelche großen Sorgen dann halt sein könnten, sondern dass die Kleinen dann auch gut mit ihm noch spielen werden. Ab sofort sind die vier kleinen Tiger täglich in dem großen Gehege zu bewundern.